Lieber Stier, ich grüße dich im Oktober zu deiner Botschaft und wir schauen gemeinsam, was die Energie dir mit auf den Weg geben möchte. Bitte bedenke, es ist ein allgemeines Reading, es kann auf dich zutreffen, muss es aber nicht. Wenn nicht, lass die Energie weiterziehen oder schaue auch bei deinem Aszendenten oder Mondstand, was da vielleicht für dich dabei ist. Und wir schauen mal, was möchte der Oktober dir mit auf den Weg geben, was ist wichtig und wie kann dich die Energie unterstützen. So, dann hätte ich gerne bitte, danke, voilà. Zwei, dann schauen wir mal weiter. So, eine bitte. Oh, sehr schön. Und von euch bitte auch. Danke. Ah, sind direkt mehrere. Okay. So, lieber Stier. Für dich ist es wichtig, dass du deine Energien klärst, reinigst, Gedanken vor allem. Wenn die Gedanken drücken, ne, auch jetzt halt eben mit der Jahreszeit haben ja einige, dann geh raus an die frische Luft. Geh in die Bewegung, um wirklich deine Gedanken zu klären. Ganz, ganz wichtig. Denn mit der nächsten Mondenergie, also mit dem Vollmond in diesem Monat, kommt auch für dich die Fülle und eine Veränderung. Sobald du in deinem Selbstwert bist, in deiner Achtsamkeit zu dir selber, wird hier etwas in den Fluss kommen. Aber wichtig ist es, dass du wirklich auf deine Gedanken achtest, in deinem Selbstwert bist und in deine Achtsamkeit gehst. Ganz, ganz wichtig. Denn die Energie möchte von dir, dass du hier wirklich diese Süße des Lebens tankst und auch lebst. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Also, wenn die Gedanken hier mal durcheinander sind, dann ab nach draußen, ab an die frische Luft, bewege dich. Du hast hier auch Unterstützung, denn das Universum hilft dir. Sie arbeiten im Hintergrund schon daran, dass du in diese Veränderung kommst. Aber es ist auch wichtig, ne? Wie ich immer sage, wenn du in dir, in deiner Fülle bist, dann kommt die Fülle auch im Außen. Nochmal hier, diese Zweifel dürfen gehen. Also wirklich klär die Energien, ne? Räuchere, mach Sport, was auch immer du gerne machst, um deine Energien zu reinigen. Du hast hier den Segen an deiner Seite und dir wird geholfen. Definitiv ja. Also lass bitte alles fließen. Komm in deinen Selbstwert absolut, dass du wirklich absolut weißt, dass dir das Beste im Leben zusteht. Und das ist ganz, ganz wichtig. Vielleicht kannst du auch noch mal zusätzlich zu diesem wunderschönen Vollmond ja ein Ritual machen. Aber wisse, das Universum ist hier an deiner Seite, es unterstützt dich, es hilft dir. Wichtig ist es auch, auf deine Aura zu achten, dass hier alles klar ist, dass du keine Energien von außen aufnimmst, sondern wirklich klar und wirklich reine positive Gedanken fließen lässt, dich von negativen Denken fernzuhalten, das Ganze zu klären, deine Aura zu klären, um dahin zu kommen, wo die Energie bzw. auch das Universum, deine Engel, an was auch immer du glaubst, dich hinführen möchten. Es wird schon hinter den Kulissen dran gearbeitet. Du siehst es noch nicht ganz klar. Darum kläre deine Energie, um da in der Fülle anzukommen und auch wirklich ja, das Leben zu genießen. Ganz, ganz wichtig. Es liegt immer an uns.
haben wir Zweifel, kann das Universum uns nicht helfen? Geben wir diese ab, bitten wir um Unterstützung, dann helfen sie uns und dann können sie auch daran arbeiten. Ansonsten sage ich immer, stehen wir im Weg. In diesem Sinne, achte auf dich, auf deinen Selbstwert, sei achtsam mit dir selber, kläre, reinige, beseitige negative Energien und geh und nimm diese Veränderung an, die hier für dich auf dem Weg ist. Ich wünsche dir einen gesegneten Oktober, hab eine gute Zeit und wenn du magst, bis zum nächsten Mal. Ciao.